Normalerweise betreten diese Kinder das Opernhaus in Magdeburg meistens nur durch den Bühneneingang. Heute mal als Zuschauer den normalen Eingang zu benutzen, ist da schon etwas Besonderes. Nett in Schale geworfen, besucht der Kinderclub des Theater Magdeburg heute ein Sinfoniekonzert. Was genau sie erwartet, wissen sie noch nicht. Nervös wird da in Zeitungen herumgeblättert, um das Warten auf die anderen erträglicher zu machen. Doch wieso gerade ein Sinfoniekonzert und nicht ein ganz normales Theaterstück? Um das herauszufinden, spulen wir einfach ein paar Wochen zurück. Seit mittlerweile 3 Jahren trifft sich die Gruppe unter der Leitung von Maximilian Fürstenberg jeden Freitag im Proberaum des Theaterjugendclub Magdeburg. 12 Spieler zwischen 9 und 14 Jahren üben hier jede Woche, wie man theaterästhetische Mittel einsetzt, richtiges Atmen und Sprechen und wie man sich auf der Bühne passend bewegt. Die Zettel, die die Kinder schon in den Händen halten, sind noch keine Auszüge aus dem Textbuch, sondern Übungstexte. In kleinen Gruppen erarbeiten die Kinder so passend zum Text Charaktere, Situationen und Haltungen. Des Weiteren werden zum Beispiel auch mit Gedichten Sprechübungen gemacht. Hier wird derselbe Text mal laut, mal geflüstert oder auch eine Oktave höher gesprochen. Ausweisen unbeschriebenen Faden, die auf eine Schule. Um ein gutes Theaterstück auf die Beine zu stellen, sind also viele Übungen notwendig. Apropos Theaterstück. So langsam wird es doch mal Zeit zu erfahren, worum es eigentlich im nächsten geht. Ab heute wollen wir richtig mit dem Stück anfangen. Das heißt also, ab heute. Aber ich werde jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen was erklären. Also das Stück erstmal heißt Musik vom Resonanzboden. Hauptthema des Stückes ist halt klassische Musik, oder? Beziehungsweise habe ich mich, oder wir werden uns mit der Frage beschäftigen, was wäre, wenn es halt keine, also diese klassische Musik nicht mehr geben würde? Naja, also klassische Musik, darauf stehe ich jetzt nicht so. Aber man weiß ja nicht, was daraus wird. Ja, Instrumente und so. Also das klassische Musik, das ist ja so... Wie soll ich sagen, so wie so eine Oper halt, so mit Geige und sowas, und darauf stehe ich halt nicht. Klassische Musik mag ich jetzt nicht so besonders, das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Naja, wer weiß, was rauskommt. Klassische Musik, naja, also ich würde sagen, also ich finde es erstmal langweilig, würde ich sagen, aber man weiß ja nicht, wie das ist. Also ich habe noch nie zum Beispiel klassische Musik gehört, ich weiß ja, ich stelle mir das einfach nur so... Was weiß ich, so Rentner hören das irgendwie, keine Ahnung, oder alte Leute, das heißt alte Leute, Mamas und Papas vielleicht noch. Ich finde es toll, das Thema, weil also wir selbst in der Familie hören oft klassische Musik und ja, ich finde eigentlich das Thema ganz toll. Ist jetzt nicht so mein Fall, ich höre eher so moderneres. Ja, also YouTube, so eine Parodien und sowas. Aber jetzt, wenn es gibt ja auch so richtig schöne Stücke mit Musik zum Beispiel, was wir jetzt in unserem alten Stück auch mit hatten. Aber ich würde sagen, es ist eigentlich immer ganz interessant, mal sowas zum ersten Mal zu hören und mal so zu gucken, wie ist es denn eigentlich, weil es kann ja dann doch irgendwie ganz interessant sein. Freude, schöner Götterfunken, das ist ja auch klassische Musik, ja. Halt, also
Ah, ist eigentlich okay, das Thema, sag ich mal. Okay. Wo ihr sitzen dürft, da könnt ihr auch raus. Im Opernhaus ist die Gruppe nun vollzählig. Und es ist auch klar, aus welchem Grund sie das Konzert besuchen. Jetzt müssen nur noch die Karten ausgeteilt werden. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir gehen dort. Das ist neben mir. Dass sie die Jüngsten an diesem Abend sind, ist ihnen nicht entgangen. Viele Blicke der anderen Gäste treffen die jungen Besucher, aber das ist ja auf der Bühne auch nicht anders. Womöglich ist ein solch großer Haufen Kinder für die Gäste des Konzertes ein seltener Anblick. Das Orchester betritt die Bühne. Doch bevor das Konzert richtig losgeht, spulen wir erneut ein paar Wochen zurück, um mal zu schauen, wie sich die Gruppe auf solches Ereignis und vor allem auch auf das Thema vorbereitet. Die nächste Übung kennen einige vielleicht aus dem Musikunterricht. Einem Lied lauschen und dazu aufschreiben oder auch malen, was einem spontan dazu einfällt. Die meisten waren ja vom Thema klassische Musik nicht gerade begeistert. Dennoch haben alle konzentriert und leise zugehört. Na, ob die Kinder nicht langsam doch Gefallen an ihr finden? Wir werden sehen. Doch jetzt sind wir erstmal auf die Ergebnisse der Übung gespannt. Was den Kindern wohl während des Zuhörens so in den Kopf kommt? Ich habe mich einfach von der Musik leiten lassen. Wie es dann so drinnen schön warm ist und draußen. Und wie leid, das haben wir im Unterricht auch schon mal gemacht. Darum habe ich mir das genauso vorgestellt. Okay. Gut. Nein. Ich hab schon. Ach, Tobi. Dramatik und irgendwas in einem Monsterhaus, wo so einer Angst hat. Zwei Leute, die tanzen und einer, der einen Stromschlag kriegt. Als erstes Fahrt und Langeweile und dann etwas später, also darauf folgend, Reise und Spannung. Tanz heißt also normalen Tanz und Verbeugen und alles Klischee und so. Und dass dann halt das Mädchen ihren plötzlich mitzieht und die was völlig aus der Reihe tanzen. Also im Hintergrund läuft dann das und das Klavier mit und da wird dadurch eine Geschichte erzählt durch einen Balletttanz oder sowas. Sehr einfallsreich und fantasievoll. Wie da wohl das Stück aussehen wird? Worum geht es da jetzt eigentlich genau? Im Stück? Klassische Musik ist klar, aber wo spielt das Ganze und warum? Und vor allem, wieso heißt das Stück Musik vom Resonanzboden?
Das Stück Musik vom Resonanzboden ist doppeldeutig, also beziehungsweise der Titel ist doppeldeutig. Also einmal der Resonanzboden im Sinne von ein Boden, ist nämlich 1 bis 10 cm dick, ist in, oder in den Instrumenten drin und der verstärkt die Töne, ja, also dass man die Laute hört. Das ist sozusagen die Aufgabe eines Resonanzbodens in einem Instrument. Die zweite Deutung, die man da sehen kann, das Stück spielt auf einem Dachboden. Ja, also Resonanzboden, Dachboden, dass man da eine Verbindung sieht. Das Stück spielt nämlich in der Zukunft, nämlich im Jahre 2086. Und dort gibt es keine klassische Musik mehr. Und die Kinder, die in diesen, oder auf diesen Dachboden kommen, der übrigens in einem Waisenhaus sich befindet, das habe ich genommen, weil es ziemlich einfach ist. Dort gibt es viele Kinder auf einem Haufen, die sich zusammentun können, um das wiederzuentdecken. Also ich kann mir unter dem Thema vielleicht ein bisschen vorstellen, und zwar, dass ich halt die, die klassische Musik vollständig ausgestorben ist. Und dass die Kinder jetzt Musikinstrumente drauf finden und die fangen an zu üben. Und dann wird in der Welt halt wieder klassische Musik ganz modern, wie früher. Dadurch, dass man was Neues entdeckt, ist man ja zuerst aufgeregt, überrascht und freut sich auch, dass man was Neues hat. Und dann versucht man halt alles Mögliche, versucht, was man damit machen kann. Und dadurch entwickelt sich dann das Harmonieren mit den ganzen Geräten, die sie da oben finden. Na, also wenn du mir jetzt einfach so sagst, ja, wir, also unser Theaterstück geht um klassische Musik im Waisenhaus, dann würde ich mir erstmal sowas drunter vorstellen, so, dass die da irgendwie was aufführen oder so. Und ja, irgendwas mit Instrumenten und so, aber weil du ja gesagt hast, dass das halt auch was mit dem Dachboden zu tun hat, dass sie da halt oben was finden, vielleicht halt, dass die gar keine Instrumente kennen. Und dann halt klassische Musik, dass da halt eine Geige steht. Naja, also die wissen ja nicht, wie sowas funktioniert. Einfach, dass sie dann, ja wie gesagt, sich irgendwie, keine Ahnung, einen geheimen Ort suchen, wo die dann halt, die finden diese Instrumente, gucken die sich genau an, probieren die aus und versuchen einfach, suchen sich halt einfach einen geheimen Ort, wo sie das spielen. Und hinterher wird das halt eben so ganz interessant, auf so einem Konzert vielleicht oder sowas, wo die dann auftreten und mit diesen Instrumenten dann spielen. Sie überlegen erst, was das ist und so, dann halt fangen die an zu spielen und sind halt fröhlich, dass die sowas finden. Dann behalten die das vielleicht auch erstmal geheim und dann irgendwann finden das vielleicht so Lehrer oder so raus, keine Ahnung, was sind denn da für Leute, halt so Pädagogen heraus und dann führen die vielleicht was auf. So. Ja, also ich kann mir sowas vorstellen, so ungefähr wie beim fliegenden Holländer. Geht ja auch die Hauptperson auf diesen Dachboden halt und findet da halt so, da könnten die ja auch zum Beispiel so eine CD, was die wahrscheinlich gar nicht kennen in dem Jahr, weil es da ja schon wieder größere Entwicklung gibt, so eine CD und die hören die sich dann halt an und da ist so eine alte Musik und die wollen die halt irgendwie jetzt neu auf den Markt bringen und machen nach diesem Prinzip ihre eigene Musik mit diesen alten Instrumenten und vermarkten die sozusagen. Das ist meine. Danke. Und zwar machen wir jetzt so eine Art Casting in Anführungsstrichen. Ich habe ein paar Situationen vorbereitet. Das sind 4 Stück. Ich hatte ja schon letzte Woche gesagt, dass das Stück oder beziehungsweise diese große Handlung in einem Waisenhaus spielt. Und in diesem Waisenhaus gibt es einen Dachboden, auf dem halt alles spielt und in diesem Waisenhaus gibt es 2 Gruppen und diese 2 Gruppen bestehen aus einer Jungs-Clique und einer Mädchen-Clique. Und diese Cliquen müssen zusammen eine Aufgabe bewältigen, die logischerweise was mit klassischer Musik und Musik im Allgemeinen zu tun haben und da möchte ich jetzt mit euch so ein bisschen drauf hinarbeiten. Und ihr werdet euch zu den einzelnen Situationen
Also Szenen. Also kurz absprechen und dann Szenen spielen. Oh, das ist toll. Wir sind verwundert, was ihr steht in einer Reihe so und wir Jungs stehen so in einer Reihe. Und das die Gruppe hat 3 Minuten Zeit, sich für jede Situation etwas auszudenken. Nicht gerade viel, aber die Kinder sind pfiffig und können improvisieren. Und zwar, ich würde es machen, dass man dann so sagt, Leute, es ist ein E, kein D. Das müsst ihr doch mittlerweile sehen. Bei der Aufführung muss alles perfekt laufen. Ja. Dann könnt ihr euch keinen Fehler. Was war das jetzt? Ja, ihr habt keinen Bock mehr, weil du die ganze Zeit mit anschaust. Ich schreie an, ihr macht es falsch. Besonderen Wert legt Max auf die Rolle des Dirigenten. Er ist derjenige, der den Heimkindern die klassische Musik näher bringt und sie mit ihnen einübt. Das muss natürlich überzeugend sein. Mehrere probieren sich in der Rolle. Mal sehen, wer sich letzten Endes durchsetzt. Dann suchen doch nicht so ein schweres Stück. Okay, Leute, so wie das eben gerade war, das ging ja gar nicht. Könnt ihr euch nicht mal ein bisschen mehr anstrengen? Ja, ein bisschen mehr anstrengen. Okay, Profil, Talent. Natürlich geht es hier nicht nur um den Dirigenten, sondern auch darum, welche der vielen Charaktere im Stück zu wem passt. Wir probieren es doch mal, diesmal nicht so streng, komm wieder her. Okay, ein Wind, aber ich mach's nicht mit Lust und nicht wegen dieses Musikteils. Klassischen Konzert gewesen, in mehreren. Zum Beispiel Oper ist das eins. Ja, zum Beispiel Macbeth. Nein, ich war noch nicht in einem klassischen Konzert, aber das wird ja bald der Fall sein und ich bin mal gespannt zu hören, wie das ist, wenn man live dabei ist. Also eigentlich interessiert es mich nicht so, deswegen war ich noch nie da. Ich war zwar schon in Musicals und Operetten, aber auch so einem Sinfoniekonzert oder dergleichen manchmal nicht. Aber ich freue mich schon auf das Sinfoniekonzert. Ja, also ich war schon mal in welchen Konzerten, wie zum Beispiel im Fliegenden Holländer. Also, naja, das ist aber auch eher gesagt Oper, eine Oper. Mich erwartet da eine stundenlange, laut klingende Musik. Also ich habe das schon mal bei einem Musical gehört, bei Hello Dolly. Da habe ich gehört, wie das Orchester spielte und es war in der Tat ziemlich laut und cool und hörte sich halt echt toll an. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir irgendwo auf Stühlen sitzen und dass auf der Bühne ganz viele Menschen sind, die an Geigenhafen, was wir so spielen. Na, auf jeden Fall ein wahnsinniges Orchester. Das, also die Musik, wenn die in einem Saal ist, in einem großen Saal, das kommt ja ganz anders rüber, als wenn man das jetzt so aus einem Laptop oder so hört. Das ist viel echter halt. Ist ja auch live. Bisschen was mitgebracht, und zwar von diesem Buch hier, das heißt Wann darf ich klatschen? Das ist eine Art ja, Wegweiser für einen Konzertgang, als ein sehr interessantes und auch lustiges und spannendes Buch. Ich würde euch gerne daraus mal was vorlesen. Mein beharrliches Drängen hatte also endlich Erfolg. Moritz und Lena wollten zum ersten Mal ein Konzert besuchen. Ich hatte das Gefühl, dass sie es nicht als Pflichtübung betrachteten, sondern sich auf das Ereignis wirklich freuten. Konzerte sind etwas Außergewöhnliches, hatte ich ihnen erzählt. Erlebnisse ganz eigener Art, die man nicht so schnell vergisst. Und je besser man sich darauf vorbereitet, desto mehr hatte man davon. Wie ist der Dresscode, war ihre erste Frage. Ob sie sich groß in Schale werfen müssten, womöglich in Abendkleid und Smoking.
Dresscode, Abendkleid, Smoking? Diese Wörter können ja nur abschrecken. Wer sowas anzieht, sieht steif und alt aus. Denken sich doch jetzt bestimmt die meisten. Reicht da ein einfaches Hemd nicht vielleicht auch aus? Ich gab Entwarnung. Vorschriften für die Garderobe gibt es nicht. Vor ein paar Jahrzehnten lagen die Dinge noch anders. Da waren das elegante Kostüm oder Kleid für die Damen und der gedeckte Anzug für die Herren geradezu Pflicht. Es gibt keine wirkliche, keinen wirklichen Zwang für so eine, also ein elegantes Abendkleid oder unbedingt Smoking und so. Wie locker ihr das haltet, das ist euch überlassen. Aber Hauptsache nicht Turnschuh und eine Hose, die hier hängt. Ja, ich bin halt ein perfekter Anzugträger. Und ich meine, das gehört sich ja auch bei einem Sinfonieorchester und dann passt das schon. Nicht wirklich, da ich mir schon öfter fotografiere, wenn ich mit meinem Mama oder meiner Oma oder wem auch immer ins Theater gehe. Ja, ist mir zu fein. Nee, überhaupt nicht, ich freue mich. Also ich bin froh, ich ziehe mich eigentlich gerne schon an und ich gehe auch gerne zu Konzerten oder irgendwelche Veranstaltungen. Wie es wird, ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, was ich an dem Tag anziehe. Die zweite Hälfte des Konzertes hat begonnen. Nochmal mindestens 45 Minuten stillsitzen. Es fällt jetzt ziemlich schwer, denn die Kinder waren heute noch in der Schule. Dass jetzt die Luft bei vielen raus ist, ist kein Wunder. Dafür nutzen die einen die Gelegenheit, sich mal genau im Saal umzuschauen. Andere ruhen sich da lieber etwas aus. Nach mehreren Minuten Applaus ist das Konzert dann vorbei. Da stellt sich uns die Frage, ob die Kinder nur aus Höflichkeit geklatscht haben oder ob es ihnen wirklich gefallen hat. Schließlich waren ja nicht alle aus freien Stücken da und die meisten Meinungen zum Thema gingen auch in verschiedene Richtungen. Na, vielleicht hat sich die eine oder andere auch geändert. Ja, es hat mir gefallen und ich würde auch noch mal sehr gerne wiederkommen, aber zu einer anderen Uhrzeit. Also, oder am Wochenende mehr, also Samstag oder Sonntag, weil ich da ausgeschlafen bin. Ja, ich würde hier gerne nochmal hinkommen. Ja, jetzt bin ich aber leider K.O., jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich fand auch den zweiten Teil sehr schön, also auch so mit den Trompeten war auch schön, aber es hätte auch wirklich zu einer anderen Uhrzeit, weil ich bin jetzt einfach nur noch müde und ja. Freiwillig werde ich hier nicht nochmal reingehen. Nie im Leben. Also ich habe es mir vielleicht noch ein bisschen anders vorgestellt, aber ja, klingt schon. Ja. Okay. Ja, ich würde vielleicht auch nochmal hingehen. Aber nur vielleicht. Also, ja. Ja, ich fand's schön. Ja, ich würde hier nochmal herkommen. Weil es schon cool ist, so nett zu sehen. Also der zweite Teil hat mir viel mehr gefallen als der erste. Weil es hat irgendwie war interessanter. Da waren auch mehr Instrumente. Das war sehr toll. Und ja. Hat eigentlich Spaß gemacht. Jeder hat an diesem Abend sein eigenes kleines Erlebnis mit klassischer Musik. Aber das war auch genug für heute. Müde und mit einer neuen Erfahrung geht es für die Kinder nun nach Hause. Der Grundstein für das Theaterstück wurde gelegt. Übungen wurden gemacht, Diskussionen gehalten und Ideen gesammelt. Nun können die Proben zum Stück Musik vom Resonanzboden beginnen.